Wir sind im Land des Hermann, das alte Fürstentum Lippe, mit einer einmaligen Landschaft und vielen, vielen Highlights. Leben mit Geschichte. Zum Beispiel im fürstlichen Residenzschloss in Detmold. Hier lebt ein Mann, der die Region so gut kennt wie kaum ein anderer. Der Schlossherr höchstpersönlich, Stefan Prinz zu Lippe. Zusammen mit ihm machen wir uns auf die Reise durch das Land des Hermann. Prinz Stefan zeigt uns die besten Plätze, viele Geheimtipps und er gewährt uns auch einen Einblick in sein Schloss. Die Prinzenstory. Na dann, geht's mal los. Da ist er ja auch schon, denn wir haben mit Prinz Stefan eine Verabredung. Wir, das sind Kameramann Daniel, Kameramann Thomas, rechts im Bild, und Matthias, das bin ich, der Mann für die Interviews. So, und wir haben jetzt Thema Nummer 1. Normalerweise muss man mit Pushen durchs Schloss laufen, aber wir haben sozusagen Privileg, wir brauchen das nicht, ne? Genau. Ist nicht so. Sie sind sozusagen die privaten Gäste, die persönlichen Gäste brauchen es nicht. Und das heißt, wenn Sie normalerweise hier durchs Schloss laufen, haben Sie auch keine Pushen, also nur für den Besuch. Für den Massenbesuch eigentlich ist das gedacht. Ein persönlicher Einblick hinter die Kulissen des Residenzschlosses und das blickt auf eine lange Historie zurück. Also es gibt keine Gründungsurkunde des Schlosses. Wir nehmen an, dass hier ein erstes festes Haus, also eine Burg, stand mit der Stadtgründung. Detmold hat das Stadtprivileg 1263 bekommen und zu diesem Zeitpunkt hat es sicherlich auch schon eine Burg gegeben. Und der Turm, den Sie sehen, der ja auch das Wahrzeichen dieses Schlosses ist, der hat auch schon an dieser Burg gestanden. Und draußen vorm Turm bekommt unser Kameramann Daniel dann die Gelegenheit, seine ganz persönliche Frage an den Prinzen zu stellen. So, ich wollte schon mal fragen, wie spreche ich Sie überhaupt richtig an? Ja. Old School ist durchlaucht. Voller Name ist Prinz zur Lippe, aber wem das schwer über die Lippen geht, der kann auch einfach Herr zur Lippe oder Prinz Stefan sagen. Prinz Stefan ist, glaube ich, mir am liebsten. Interview-Premiere von Daniel, absolut gelungen. Das machen wir jetzt in jeder Folge. Und wie genau geht es demnächst weiter? Wir zeigen Ihnen das Residenzschloss in Detmold, das Hermannsdenkmal, die Falkenburg, die schönsten Städte in Lippe und vieles mehr. Die Highlights aus dem alten Fürstentum Lippe, wie Sie es noch nie gesehen haben. Wir freuen uns auf die Prinzenstory. Auch die nächste Folge nicht verpassen. Fortsetzung folgt.